Heute bei den Freidemokraten im Interview Andreas Tögl, unser Bezirkshauptmann und Mittelstandssprecher für den Bezirk Mödling. Libertärer Autor und Handelsunternehmer, unter anderem der Autor des Buches Schluss mit Pöbelherrschaft und Demokratie. Herr Tögl, wir hören oft von der Schule der österreichischen Nationalökonomie. Worum geht's da eigentlich? Ja, die österreichische Schule der Nationalökonomie oder auch Grenznutzenschule ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Ist aus dem Methodenstreit hervorgegangen mit der historischen Schule, die in Preußen entwickelt worden ist. Und im Wesentlichen stellt die österreichische Schule im Unterschied zu anderen den Nutzen des Individuums in den Mittelpunkt. Ich würde sagen, das war ziemlich kompakt zusammengefasst. Nur warum lernen wir nichts über die österreichische Schule der Nationalökonomie? Warum lernen die Kinder nichts über einen Roland Bader in der Schule? Und wieso sehen wir Libertäre in keinen Fernsehdiskussionen, zumindest in keinen relevanten? Der Libertarismus ist ein relativ marginales Phänomen, wenn ich das so sagen darf. In den 30er Jahren, oder im Vorabend des großen Börsencrash 29, hat sich ja eine Kontroverse zwischen den Österreichern, also zwischen den Vertretern der österreichischen Schule und den anderen, also unter anderem John Maynard Keynes, ergeben, der dann sein Hauptwerk etwas später publiziert hat. Und die österreichische Schule ist für die Politik nicht sehr attraktiv. Sie ist deshalb für die Politik nicht sehr attraktiv, weil sie im Grunde meint, dass die Politik sich aus den wirtschaftlichen Belangen möglichst weit raushalten soll und den freien Markt agieren lassen soll. Im Gegensatz dazu ist das keynesianische Modell eines, das den Politikern jede Menge Handhaben in die Hand gibt. Also die sagt, dass die Politik muss in Zeiten ausfallender Konjunktur oder nachlassender Konjunktur den Ausfall privater Nachfrage substituieren. Damit kriegen Politiker große Macht in die Hand und auf die legen sie natürlich großen Wert. Es ist kein Gewinn für die Politik zu sagen, also wir ziehen uns aus dem Segment völlig zurück und lassen die Marktakteure, also sprich die Menschen und die Unternehmen, selbst agieren. Das ist wahrscheinlich die einfachste Erklärung dafür, weil sie nicht, weil die österreichische Schule nicht dazu geeignet ist, Politikern Macht zu verschaffen. Man könnte also sagen, unsere Politik ist gegen eine private, freiheitliche Gesellschaft eingestellt. Wie geht es da durch den Mittelstand aktuell bei uns in Österreich? Ja, das ist eine gute Diagnose. Die Politik drängt darauf, immer mehr Bereiche unter ihre Gewalt zu bekommen. Der Spruch, der 68er Spruch, alles Private ist politisch, ist mittlerweile ja vollkommen durchgesetzt. Es gibt ja kaum noch irgendeinen Bereich, in den der Staat nicht hineinregiert, den er nicht infiltriert hat. Und das bezieht sich natürlich ganz besonders auf die Wirtschaft. Es ist von einer freien Wirtschaft ist ja im weitesten Sinn überhaupt keine Rede mehr. Es gibt ja praktisch keine Entscheidung, die ein Unternehmer noch treffen kann, ohne dabei auf Arbeitszeitgesetze, auf Preisregulierungen, auf Antidiskriminierungsgebote und dergleichen Rücksicht zu nehmen. Und das trifft natürlich mittelständische Unternehmer noch stärker als Großunternehmen. Weil der Kleine ja üblicherweise wenig Zeit hat, sich mit Bürokratie auseinanderzusetzen, sondern am Kunden sein sollte. Und die Zeit, die er dann dafür braucht, um der Bürokratie Genüge zu tun, die geht ihm dann für seine tatsächliche Geschäftstätigkeit ab. Also der Mittelstand ist in Österreich im Moment nicht besonders gut aufgestellt. Man könnte sagen, Bürger und Unternehmer leiden unter diesen Überregulierungswahn. Man bräuchte den Übergang in eine freie Gesellschaft. Wie könnte dieser aussehen? Und wo müsste man ansetzen? Also was müsste man ändern? Beziehungsweise wie wäre das auf die heutige Gesellschaft angewandt umsetzbar? Ja, die Überregulierung ist tatsächlich ein großes Problem. Nämlich auf zweifache Weise. Zum einen, weil natürlich die Regulierung sehr viel Energie, unternehmerische Energie bindet für Bereiche, die nicht dem Unternehmenszweck dienen. Das ist das eine. Das andere ist, dass Regulierung wahnsinnig viel Geld kostet, weil irgendjemand muss die ja durchsetzen. Das heißt, man braucht sehr viel Personal, das dann hinter den Leuten nachschleicht und kontrolliert, ob das auch alles so geschieht, wie die hohe Politik sich das vorstellt. Und das kostet sehr viel Geld. Und das ist eigentlich dann schon die Überleitung zu der zweiten Frage, was müsste sich ändern? Also das ist in wenigen Sätzen nicht zu erklären.
Meine Meinung ist, dass ein Grundproblem ist, dass die nicht nur Unternehmer, sondern auch die Privathaushalte vom Staat viel zu sehr ausgeblutet werden. Also wir halten heute bei ungefähr 50% Staatsquote. Der Grenzsteuersatz zur Einkommenssteuer liegt bei 55%. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs lag er bei 6%. Das muss man, diese Größenordnung muss man sich mal vor Augen führen, um zu wissen, wie gewaltig der Staat seither gewachsen ist. Also um eine Änderung herbeizuführen, nämlich eine Änderung zum Besseren, sodass der Mensch sich wieder etwas freier bewegen kann, ohne ununterbrochen an irgendwelche staatliche Regulative zu stoßen, wäre das um und auf, dass die Staatsquote drastisch oder die Steuerquoten drastisch gesenkt werden. Also ein 55%iger Einkommenssteuersatz, Grenzsteuersatz ist unerträglich. Es hat im Mittelalter Revolten gegeben wegen wesentlich geringerer Steuerlasten. Also so viel Steuer wie heuer oder wie jetzt hat der Mensch in Österreich noch nie bezahlt. Und dort ist der Hebel anzusetzen. Also es ist natürlich damit verbunden und dem Problem weicht die Politik ja elegant immer aus. Wenn ein Sparpaket geschnürt wird, heißt es, dass die Ausgaben nicht angetastet werden, aber die Einnahmen werden erhöht. Und dieser Unsinn muss aufhören. Also es muss endlich begonnen werden, auf der Ausgabenseite, beispielsweise bei den Subventionen, massiv den Sparstift anzusetzen und dort dieses Geld einzusparen, das man auf der anderen Seite ja den Haushalten und den Unternehmen aus der Tasche nimmt. Wenn es ums Nehmen geht, ist der Staat nicht gerade simpel. Nun ist ein derzeit heiß diskutiertes Thema das bedingungslose Grundeinkommen. Hier würde es so aussehen, dass der Staat einmal an der Reihe wäre zu geben. Wie weit wäre das überhaupt möglich? Ja, also da muss man mal einem Missverständnis begegnen. Der Staat würde gar nichts geben, weil der Staat hat nichts. Der Staat produziert nichts und hat daher auch keine Einnahmen, die nicht darauf gründen, dass man Leute, die produktiv arbeiten, ausplündert. Also diese Bedingungslosigkeit des Grundeinkommens, die ist ja nur auf der Seite derer vorhanden, die als Benefiziare dann dastehen würden. Nachdem aber das Geld irgendwo herkommen muss, ist die notwendige Grundbedingung, dass es irgendwelche Leute gibt, denen man das Geld wegnimmt. Also von Bedingungslosigkeit kann keine Rede sein, weil das Geld ja woher kommen muss. Das heißt, es würde eine Umverteilung von den Produzenten zu den Nichtproduzenten damit verbunden sein. Das heißt, also derjenige, der brav arbeiten geht, in der Früh brav aufsteht und ins Büro oder in die Werkhalle rennt, der darf dann diejenigen sponsern, und zwar ohne irgendwelche Bedingungen stellen zu dürfen, die ihm beim Fenster, aus dem Fenster zuschauen, wie er zur Arbeit kommt, geht oder am Abend wieder nach Hause kommt. Also eine völlige Entkoppelung zwischen einer Dienstleistung oder einer Produktion und einem Einkommen kann eigentlich nur ins Desaster führen, weil der Mensch halt auf Anreize reagiert. Und in der Sekunde, wo sie irgendwelche Gratis-Dinge ins Angebot nehmen, können Sie sicher sein, dass die Nachfrage danach gewaltig sein wird. Das heißt, es werden sich logischerweise, speziell im marginalen Bereich, also Leute, die sehr wenig verdienen, weil sie halt eine wenig produktive Tätigkeit ausüben, die werden sich dann fünfmal überlegen, ob sie, sagen wir, für Hausnummer 1000 Euro arbeiten gehen, wenn sie 900 Euro auch ohne Arbeit kriegen. Also das ist meines Erachtens eine wirkliche Schnapsidee, daran zu denken, Arbeitsleistung und Einkommen vollkommen voneinander zu entkoppeln. So wie in der Natur gibt es ohne eigene Anstrengung kein bedingungsloses Grundeinkommen. Nur wie bekommen wir die Entscheidungsautonomie zurück zur kleinsten Instanz? Sie haben in Ihrem Buch Schluss mit Demokratie und Pöbelherrschaft, welches im Lichtschlag Verlag erschienen ist, einige Wege dazu aufgezeigt. Wollen Sie uns einen Kurzeindruck zu Ihrem Buch vermitteln? Ja, Kurzeindruck, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Ich habe darauf aufgebaut, was sehr viele Autoren vor mir schon, zum Teil auch schon im 19. Jahrhundert, an Staatskritik geübt haben. Wobei sich viele Dinge halt durch die starke, Fortschreiten des Demokratismus, also sprich die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Politik, weiter verschärft hat. Ich habe versucht, einige Möglichkeiten aufzuzeigen, an denen man beginnen könnte, diesen Trend umzukehren. Man darf selber da keinen Illusionen hingeben, wie schwierig dieses Unterfangen ist. Also Tabula Rasa-Lösungen sind grundsätzlich immer sehr gefährlich und oft mit Leichenbergen verbunden. Das heißt, das, was Milton Friedman einmal als Tyrannei des Status Quo bezeichnet hat, ist sehr, sehr mächtig. Und man muss sich also behutsam und von den Zuständen ausgehend, mit denen wir jetzt zu tun haben, an die Probleme heranpirschen.
Ich habe vorhin schon im Gespräch gemeint, dass die Senkung der Staatsquote oder der Steuerquoten ein ganz maßgeblicher Punkt wäre. Da, ohne das wird es nicht gehen, weil nur wenn man den Staat daran hindert, mit Geld um sich zu schmeißen, dann kann es dazu kommen, dass tatsächlich wieder den Menschen Autonomie zurückgegeben wird. Also ich sehe den Schlüssel in einer Verbesserung oder einem Zurückkehren zu einer Privatrechtsgesellschaft darin, dass man einfach die Möglichkeiten des Staates dadurch einschränkt, dass man seine Mittel kürzt. Also das Steuersystem halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Und tatsächlich sind ja auch die Staaten, wo der Staat sich relativ weit zurückhält, diejenigen, die die niedrigsten Steuerquoten haben. Also schauen Sie nach Liechtenstein, schauen Sie in die Schweiz, schauen Sie nach Singapur oder nach Hongkong. All diese Staaten, oder von mir aus auch nach Neuseeland, all diese Staaten haben vergleichsweise sehr moderate Steuersätze und der Staat regiert nicht in jeden Bereich des Lebens hinein. So viel also zum Buch Schluss mit Demokratie und Pöbelherrschaft von Herrn Andreas Tögl, welches wir hier für die Zuseher nochmal einblenden wollen. Herr Tögl, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke für die Einladung. Es freut mich, dass Sie auch mein epochales Werk so mit so netten Worten bedacht haben. Dankeschön. Liebe Zuseher, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei den Freidemokraten.